Ja, hallo, liebe Waifus, Venus, der Meso-Manga. Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Privateinsatz Manga. Ich habe wieder jede Menge Stuff geholt, die ich eh nie lesen werde. Es ist immer das Gleiche. Aber es ist dann immer so da und es ist so, es penetriert einen durch die Newsletter und durch alles, Social Media. Jeder sagt dir, oh, das ist geil, das musst du lesen, das. Und dann kauft man sich wieder Kram, wo man denkt, ich habe doch eben keinen Platz, wohin damit? Ich muss doch erstmal die alten Sachen lesen, etc. pp. Es ist ein Graus und trotzdem macht's unglaublich viel Spaß. Und deswegen schauen wir jetzt uns mal wieder an, was ich jetzt so dazu bekommen habe. Als erstes fangen wir mal mit so Nicht-Manga-Gedöns an. Ich zeige euch mal kurz, was das ist. By the way, es kann sein, dass das Mikrofon ab und zu so minimalste, also dass ihr ein Hintergrundgeräusch hört, wahrscheinlich auch durch das Mikrofon, das quasi diesen Wind aufnimmt. Es ist sowas von heiß. Heiß. Und deswegen brauche ich meinen elektrischen Ventilator. Gibt's eigentlich, es gibt keine unelektrischen. Ja, egal, Ventilator auf jeden Fall. Und der halt. Ohne den würde ich hier. Deswegen, ich brauche das Ding auf jeden Fall. Es tut mir wirklich leid, wenn das vielleicht den einen oder anderen stört, aber ich halte es hier sonst echt nicht aus. So, also als erstes war, ich habe so eine größere Bestellung gehabt und da war halt wieder Goodie-Kram dabei. Zum Beispiel von Earl and Fairy. Sagt mir gar nichts, sieht aber sehr Jojo-mäßig aus. Sehr elegant. Oh, tata. Ist es eine Postkarte? Why not? War halt dabei. Habe ich mir jetzt nicht ausgesucht. Dann waren dabei von Tokyo Pop gratis Leseproben. Und zwar einmal von Terraformers, was witzig, total witzloserweise irgendwie nichts wirklich toll zeigt oder so. Diese Leseprobe finde ich ein bisschen für ein Popo, ehrlich gesagt. Terraformers ist super. Aber das, was da drin. Was man da drin so lesen kann. Naja. Also mich hätte es nicht zum Kaufen motiviert, muss ich sagen. Dann haben wir Kill La Kill noch als Leseprobe. Platsch und Black Bullet. Jeweils den Manga. Und wenn man rumdreht, die Light Novel. Ist beides drin. Ist auch mal ganz nice, finde ich. Also hier, guck. Hier fangt ihr die Light Novel an. Könnt ihr ein bisschen schmökern. Reizt mich jetzt nicht so. Black Bullet. Ich verstehe nicht so ganz, warum sie das lizenziert haben, weil. Naja, egal. Man muss sich alles verstehen. Dann war ein. Das habe ich noch gar nicht durchgelesen. Aber es hat ein schönes. Ist das ein Poster eigentlich? Weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Aber trotzdem ein schönes Bild von ihrem neuen Jojo-Hit in Anführungsstrichen. Das wird definitiv einer. Den kann man auch jetzt noch ganz günstig kaufen. Also solltet ihr das tun, es gibt so quasi so, die ersten zwei Bände sind übel billig, ich glaube 3,99 oder 4,99, auf jeden Fall nicht Vollpreis. Und wenn ihr auf Jojo Bock habt und so, dann ja, das ist tatsächlich ein, okay, das ist tatsächlich ein Foto, ein Wallpaper, ein Poster. Ja, und es ist halt dieses Tokyo Pop Magazin, I Love Jojo. Ich glaube, ich habe schon mehrfach meine Abneigung kundgetan, dass ich es einfach schlimm finde, dass man nur ein Jojo-Magazin macht. Ich finde es einfach ein bisschen unfair. Also es ist okay, na, wenn das dann halt unbedingt sein muss. Man hätte auch ruhig irgendwie so halbe halbe machen können, da wäre keiner zu Schaden gekommen, jeder hätte was, wie bei dieses Ding nach Manga Power, Manga Twister, genau, da war es ja auch so, da hat man es andersrum gedreht, da war dann Jojo Manga, aber es wieder andersrum gedreht, war ein Jojo Manga, immer halbe halbe. Warum macht man sowas nicht, warum muss man sich auf ein Geschlecht fixieren, man weiß es nicht. Dann habe ich
wieder, das ist jetzt schon mein zweites. Tokyo Pop hier Magazin mit Riesenposter. Das ist dann dieses. Warte mal, kann ich das zeigen, ohne. Ich bin immer zu dumm, das wieder zusammenzutun. Das ist das hier. Aber das ist so rum. Vom Manga eben, das Killer Kill Riesenposter. Was ich halt leider nirgendwo aufhängen kann, weil es ist viel zu riesig. Ich hab gar keinen so einen Platz, wo ich jetzt sage, das hänge ich jetzt auf. Und da, wo große Bilder sind, da muss jetzt kein Tokyo Pop Poster hin, weil die Bilder auch schöner sind, meiner Meinung nach. Und dann habe ich hier noch, upsala, die neueste, auch wieder mit Riesenposter. Ich glaube, das ist Excel World drin. Ja, sieht ziemlich danach aus. Jopp, das sieht dann ungefähr so aus. Riesendinger sind das, muss man mal sagen. Und ich finde die auch so qualitätstechnisch und so. Für so ein Freebie, so zum Weggeben, muss ich sagen, das finde ich wiederum recht cool, ne? Auf jeden Fall, ja, ich habe keine Ahnung, ich brauche die eigentlich nicht, ne? Aber wegschmeißen will man die halt auch nicht. So, dann. Dann. Genau, dann haben wir hier noch, was ich sehr cool finde, was ich schon ewig mal wieder haben wollte, ist die Panini Manga Vorschau. Der ein oder andere weiß es vielleicht. Im Panini Manga ist somit einer meiner liebsten deutschen Verlege, weil die mich einfach ansprechen. Und zwar nicht nur im Sinne von edgy, sondern auch einfach. Dann zum Beispiel so Sachen wie Arch Enemy and Hero oder Spice and Wolf rausbringen, was halt wirklich zwei richtig geniale Manga sind. Und oder hier dieses, das würde mich auch noch interessieren. Magdala de Nemur oder Nemur, May Your Soul Rest in Magdala. Ich glaube aber, gibt gar nicht so viele. Ich glaube, es gibt drei oder vier Bände und damit ist es abgeschlossen oder so, habe ich mal gehört. Das sind so Sachen, wo mich voll interessieren würden. Ich kann es euch jetzt hier schlecht zeigen, aber es ist halt hier so ein kleiner Katalog. Guck mal, das haben wir jetzt bald wieder. Oder das kommt neu raus. Ich habe ja ein Video gemacht, wo ihr das da mehr oder minder dann, ja, wo ich das nochmal rausgepackt habe, ohne dass ihr es gesehen habt. Gesehen habt. Ich hätte es gerne irgendwie monatlich geliefert oder zumindest jedes Mal, wenn es halt rauskommt. Weil ich mag diese Manga-Programmvorschau von Panini. Die finde ich stylisch. So, jetzt habe ich aber genug gelabert über Goodies. So, ja, wie mache ich das jetzt? Ich fange einfach mal. Ey, cool, ich fange einfach mal mit Planet Manga nämlich an. Nämlich da habe ich nämlich mein. Ja, ich habe so einen Edgy-Manga, den ich wirklich so nach und nach immer mal wieder verfolge, dass er einfach unterhaltsam ist und mir genau das gibt, was ich von so einem Edgy-Manga erwarte einfach. Und vor allem so noch gute Action dabei. Und zwar die Rede ist von Band 8 und Band 9 von Makenki. Weiß nicht warum ich so einen Narren an dieser Serie gefressen habe, aber sie unterhält mich einfach so gut, das macht Spaß. Mehr braucht man meiner Meinung nach nicht für sowas, weil es gibt nichts Deepes und es wird nicht unnötig kompliziert gemacht. Es will nicht versuchen, was anderes zu sein, sondern ist einfach das, was es ist. Das finde ich gut so. Also, Makin Key habe ich mir geholt. Dann habe ich mir, um es mal wieder fortzuführen, warte mal, nee, das ist nicht neu. Dann, um es mal wieder fortzuführen, habe ich mir Arch Enemy and Hero Band 3 geholt. Wir sind jetzt wirklich gerade bei Planet Manga, ne? Das war jetzt so nicht geplant, aber passt ganz gut. Arch Enemy and Hero. Das ist für Leute, die Spice und Wolf mögen, kann ich echt nur sagen, greift zu. Greift einfach zu. Bisschen mehr Fantasy, ja. Aber gar nicht mal so krass viel. Also hält sich in Grenzen. Obwohl es über Dämonen und so weiter geht, ist es tatsächlich sehr. Es versucht sehr. Realitätsnah kann man es jetzt auch nicht so ganz nennen, aber also es versucht realitätsnäher zu sein als ein typischer Fantasy-Manga, sage ich jetzt mal. Und ey, das ist einfach
sind tolle Charaktere. Ich habe dir ja den Anime schon damals geliebt. Da hieß es, also original heißt es ja Mao no Mao Yusha, glaube ich, oder sowas irgendwie. Und ich fand den Anime ja Hammer und habe mir deswegen daraufhin dann eben den Manga gekauft. Und wow, ich war echt zufrieden. Aber ich habe das jetzt hier noch nicht gelesen. Bisher noch gar nichts davon. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir noch zu zwei und der Rest kommt dann im nächsten Part dann. Und zwar, Band 1 ist noch unterwegs. Ihr wisst ja, vielleicht der eine oder andere Post hat gestreikt und deswegen kriegt man jetzt, boah, 2 Wochen Verspätung oder so. Nee, eine Woche, ne? Ich glaube, 1 oder 2 Wochen sind es tatsächlich. Verspätung kriegt man halt erst sein Stuff. Dementsprechend, Band 1 ist noch unterwegs. Und zwar die Shonen Jump, das wundert mich echt, das wundert mich echt, dass das in der Shonen Jump war, aber okay, man lernt nie aus. Und zwar heißt der Manga Genkaku Picasso, gibt es natürlich bei uns mal wieder nicht. Und zwar ist der Manga von Usamaru Furuya. Und Usamaru Furuya ist einer meiner Lieblingsmangaka, weil er hat mir es mittlerweile schon so oft bewiesen, dass ich seine Art, seine Zeichnungen, seine Stories so dermaßen genial finde. Er hat zum Beispiel ein richtig gutes Kapitel in die Chroniken einer, ach oh Gott, wie hieß es nochmal? Chronicles of a Age. The Chronicle of Useless Age? Chronicle of a. Nee, nicht useless. Ach egal, irgendwie sowas. Ich habe es euch schon mal gezeigt auf jeden Fall. Und da hat er auch, es sind so Kurzgeschichten und da hat er auch was rein, da hat er auch gezeichnet. Es ist einfach super. Wobei, warte mal, was war, es war ein Kerl, ja, es war ein Kerl, oder? Ah, bin verwirrt. Ich krieg die Mangaka immer durcheinander. Manchmal ist Männlein bei mir einfach mal kurz ein Weiblein. Sorry dafür, falls ich da jetzt irgendwas falsch sage. Aber ja, das ist, um es jetzt mal auch visuell zu zeigen, ja. So sieht das Ganze aus. Das ist jetzt Band 3. Ihr seht schon, das ist sehr. Ja, es hat halt ein etwas. Wie soll man sagen? Einen etwas klassischeren Zeichenstil. Was mir vor allem, ich vor allem geil finde an diesem Cover. Seht ihr das Picasso? Ich muss mal, ich zeig's euch mal so und schau es selber an hier. Also guck mal, das P ist ein langes Lineal und so ein gebogenes Lineal. Das I ist ein Füller halt, ein Füller, ja, Stamm oder wie soll man das nennen? Und den Füllerfeder, so die Füllerfeder sozusagen abgebrochen, quasi als I-Tüpfelchen. Dann haben wir das C, das ist eine Farbe, die gerade gemalt wird, aus einer Tube gedrückt wird. Das A ist so ein typisches, wo man, ja, ihr wisst, diese Künstler haben da so, machen da Bilder drauf. Staffelei, kann es sein? S sind, glaube ich, auch wieder sowas wie Lineale oder so Formdinger, wo man Zeichen reinmacht, so Vorformdinger. Also auch irgendwas mit Kunst auf jeden Fall. Und das O ist so eine Farbpalette. Ne? Das ist voll geil gemacht. Ich liebe es. Ich liebe dieses Cover einfach. Und das Ganze kam bei Viz Media raus. Ist ein Shonen Jump Manga. Und es dreht sich scheinbar um jemanden, der. Um Künstler. Und scheinbar kann er seine Kunst. Oder erwacht sein Leben. Oh, Moment. Erwacht seine Kunst zum Leben. Das wollte ich nämlich sagen. Und. Ja, ich weiß nicht, was mich erwartet, aber das sind zwei relativ dicke Bände. Ich hätte es eigentlich eher kleiner gedacht, aber sie haben es halt mal wieder ein bisschen dickere Bände. Geht aber noch, ist noch kein Omnibus-Ding in dem Sinne. Ist einfach nur auch ein bisschen größeres Format als üblich. Sehr geil, ich freue mich drauf. Ich hoffe noch, dass der erste Band jetzt diese Woche noch kommt. Dann könnte ich es mal anfangen zu lesen. Aber auf jeden Fall Bock drauf und Usamaru Furuya, ich denke nicht, dass der mich groß enttäuschen wird. So viel mal dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 14 Minuten sind, denke ich mal, auch wirklich mehr als okay. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im zweiten Part. Da schaue ich noch den Rest des Stapels an. Und ich würde sagen, bis dahin, euer René von der Maison Manga. Ciao, bye bye.